Hallo, herzlich willkommen. Es geht direkt weiter. Ich habe eine Idee. Die Dame, unsere liebe Maggie, hat ja in einer der letzten Folgen gesagt, dass sie herausbekommen hat, wie die Sprache funktioniert. Zumindest so oder so ähnlich meine ich das im Kopf zu haben. Und wir werden uns jetzt gleich mal hier noch ein bisschen umsehen auf jeden Fall. Boah, ekelhaft Nest. Hier mal die Tafel geben. Aber wir haben ja noch irgendwas gefunden hier. Wo war das nochmal? Verdammt. Öffnung? Ja, das da. Guck dir das mal an, Maggie. Sehen Sie sich das an, Maggie. Es flimmert, aber es wirkt irgendwie unwirklich. Eine Art Licht, das sich nur am Rande der Existenz befindet. Etwas wie das... Meinen Sie, die haben irgendwo etwas darüber aufgeschrieben? Sie haben jedes andere Phänomen hier beschrieben. Ach so, ich dachte, das wäre irgendwie ein Triebwerk oder sowas. Können wir das der Maggie geben jetzt? Schauen Sie sich diese Inschrift mal an, Maggie. Steht da irgendetwas, das uns helfen könnte? Es war mir bisher nicht klar, aber jetzt verstehe ich. Ja, ist... Boston, es beschreibt dieses seltsame Feld von Fastlicht. Was bedeutet das? Das sind einige Anweisungen. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Ich drehe einfach dieses... Es ist alles so einfach, wenn man das Handbuch liest. Wenn wir es nicht besser wüssten, könnten wir glauben, die Insel wäre schon immer da gewesen. Der mit seinen 0815-Sprüchen. Insel. Kommst du mit, Maggie? Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Diese Insel ist aus einer anderen Dimension zurückgeholt worden. Dann gehen wir doch mal in die Öffnung rein. Vielleicht wandern wir auch in die andere Dimension. Ach du lieber Gott. Das ist ja furchtbar. Was gab es so Wichtiges, dass Sie uns exakte Instruktionen, hierher zu kommen, überliefert haben? Vielleicht die Metallplatte dort drüben. Oh ja. Das ist ja jetzt erst. Cool. Sehr schön. Das ist die vierte. Wenn das so funktioniert wie auf Attila, sollten die vier in die dreieckige Form passen. Ja, aber das ist noch keine Garantie dafür, dass wir dann überall hingebracht werden, wo wir hinwollen. Sie haben wirklich die aufbauendsten Gedanken, Miss Robbins. Wenn das Monster Sie entführt hätte und Sie dann beinahe ertrunken wären, wären Sie auch pessimistisch. Aber Sie haben es doch überlebt, nicht wahr? Und Ihre Frisur sieht wieder toll aus. Sie wissen wirklich, wie man einer Frau Komplimente macht. Wir sollten Brink wiederfinden. Für den Fall, dass die Platten ihren Job erledigen. Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, hat er gedroht, mich umzubringen. Vielleicht wäre es sicherer, ihn hier zu lassen und später eine Expedition herzuschicken, die ihn holt. Eine bewaffnete Expedition. Es gibt keine Garantie, dass wir je wieder zurückkommen. So viel wir wissen, ist das nur eine einfache Fahrt. Sie haben recht. Wir können ihn nicht hier lassen. Doch. Er macht mir Angst, Boston. Mir auch. Mehr als das Monster. Sie haben bloß beide Hunger auf irgendetwas. Aber Brink ist klüger, gefährlicher. Wir sind auch nicht dumm. Gehen wir. Das meinte die Maggie gar nicht. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass Maggie oder hier unser lieber Boston dumm sind, sondern sie mögen auch klug sein, aber der Brink hat ja durch diese Lebenskristalle ja quasi eine wachere Aufmerksamkeit, vielleicht, wenn man so nennen mag.
Und das ist eventuell gefährlich, weil er viel eher reagieren kann, viel schneller und eventuell klüger handeln kann. Weil er mehr weiß oder mehr mitbekommt. Egal. Wir setzen uns auf jeden Fall jetzt mal die Platte ein in den Nexus und öffnen die letzte Tür und gucken erstmal, wo wir hinkommen. Was denn jetzt schon wieder? Das war ganz schön heftig. Commander Low, können Sie mich hören? Oh oh. Brink, wo stecken Sie? Wir haben die letzte Metallplatte und... Hören Sie, Commander! Ich bin gefangen! Ich brauche Hilfe! Wo sind Sie? In der Nähe von einer dieser Lichtbrücken. Da ist diese geschwungene Brücke über einem Wasserfall und eine Höhle im Felsen. Sie müssen schon da gewesen sein. Sie schalten doch überall diese Lichtbrücken ein, oder? Ja. Bleiben Sie, wo Sie sind. Wir sind unterwegs. Bleiben Sie, wo Sie sind? Sehr witzig. Das ist wirklich sehr witzig. So. Müssen wir überlegen, wo ist der Typ? Dunkler Tunnel? Ne, Museum ist ja auch nicht, oder? Planetarium, was haben wir hier? Hm. Kommt die, wollte gerade sagen, kommt die Dame bald mal? Es gibt irgendwo eine Szene, wo wir mal einen Spalt gesehen haben und vielleicht ist er da. Und die Kugel, sie rollt. Nichts geht mehr. Bitte machen Sie Ihre Einsätze. Ne, andersrum. Egal. Ne, es ist einfach zu spät, glaube ich. War das die, die mit dem grünen Stab geöffnet haben? Oh ne, hier wollte ich gar nicht hin, oder? Rumpelpumpel? Irgendwo war noch diese kaputte Lichtbrücke. Da brauchen wir ja nicht hin, weil er meint ja, er hat eine Lichtbrücke eingeschaltet. Hm. Was ist denn das da? Lichtbrücke? Hm. Hier ist er doch nicht. Ich dachte, hier wäre. Höhle? Ah, da ist er. Sie haben sich nur die Hand eingeklemmt? Ich dachte, Sie wären in echten Schwierigkeiten, Brink. Naja, es sind schon Schwierigkeiten. Wann wären es denn echte Schwierigkeiten, Commander? Wenn es Ihre Hand wäre? Ich stecke meine Hände nicht in Felsspalten. Ach komm. Ich wollte einen Lebenskristall rausholen. Und dann hat sich der Felsen verschoben. Der Felsen drückt mir den Arm ab. Meine Hand wird nicht mehr durchblutet. Sie können mich nicht herausziehen, Commander. Nein. Lassen Sie mich hier nicht sterben. Und wenn Sie mir die Hand absägen müssen... Nein, oh, nee, auf gar keinen Fall. Nein, mache ich nicht. Machen Sie doch kein Theater, Brink. Niemand wird Ihnen die Hand absägen. Versprechen Sie nichts, was Sie vielleicht nicht halten können, Maggie. Ist das Ihr Ernst? Er hat sich nur die Hand eingeklemmt. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, ob er sich mit dem abgestorbenen Gewebe selbst vergiftet, bevor er verhungert und verdurstet ist. Sie würden sie absägen? Natürlich. Das Militär trichtet einem ein, Notwendigkeiten zu erkennen und entsprechend zu handeln. Nein. Es wäre einfacher, wenn ich etwas zum Sägen hätte. Dann kauen Sie ihn ab! Das würde ich ja, Brink. Aber menschliche Zähne können Knochen nicht durchbeißen. Nach allem, was uns passiert ist, könnte dies hier das Allerschlimmste sein. Tun Sie etwas, Commander! Tun Sie es jetzt! Wir haben was. Wir haben was. Den Kieferknochen. So. Eine Warnung an alle leicht betuchten Personen, die zuschauen. Ich befürchte, dass ich jetzt die Szene kommen wird, dass wir tatsächlich die Hand absägen müssen. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert. Bitte schaut weg. Ich werde jetzt auch wegschauen, was natürlich jetzt die Schwierigkeit verdoppelt, die Person zu treffen.
Hier, der Kieferknochen, den meinte ich. Was für Kreaturen das auch gewesen sein mögen, ich glaube nicht, dass es irgendetwas Vergleichbares auf der Erde gibt. So. Achtung. Bitte wegschauen. Sie wollen seinen Arm mit einem Kieferknochen absägen? Die Zähne sind messerscharf. Wie wär's mit einer Narkose? Tun Sie es, Commander! Dann machen Sie sich bereit, Brink. Du musst mir sagen, wenn es vorbei ist. Wie konnten Sie solche Schmerzen aushalten, ohne ohnmächtig zu werden? Alles in Ordnung. Ich brauche nur noch mehr Kristalle. Kommen Sie mit mir zu der Nische im Nexus. Wir haben alle Metallplatten. Wir Kann glauben, ich Sie bringen uns nach Hause. Sie wissen nicht, wo Sie uns hinbringen. Ich suche lieber weiter nach den Kristallen. Was, wenn Sie uns doch nach Hause bringen, Brink? Was, wenn wir nicht wiederkommen können, um sie zu holen? Wollen Sie für immer hier bleiben? Was passiert dann mit den Kristallen und Ihrer Forschung? Ich verstehe, was Sie meinen. Ich komme mit, um die Platten auszuprobieren. Aber wenn uns das nicht nach Hause bringt, dann lassen Sie mich ab sofort in Ruhe. Alles klar? Einverstanden? Sind wir im Geschäft? Einverstanden. Okay, okay. Sieht der blass aus? Warum sucht ihr den Kristalle? Das war doch eine riesen Schale voll Kristalle. Naja. So, da ist das Stück. Das kommt hier hin. Yeah. Das sollte reichen. Bitte kein Rätsel. Wofür reichen? Was ist passiert? Gar nichts ist passiert. Tür geht auf, natürlich. Nicht exakt gar nichts, Brink. Es ist eine Tür. Glauben Sie, die Erde ist auf der anderen Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite ist gar nichts. Was haben Sie erwartet? Die Tür hat sich geöffnet. Lassen Sie uns nachsehen, was dahinter ist. Wir hatten eine Abmachung. Ich bin mitgekommen, diese Platten haben uns nicht nach Hause gebracht und jetzt werden Sie mich in Ruhe lassen. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Ich erwarte, dass Sie es halten. Er ist definitiv geisteskrank. Ist das Ihre Meinung als Journalist? Nein, meine Meinung als geistig gesunder Mensch. Ja. Geh mal rein. Schauen wir mal an, wohin uns das führt. Ja. Ich kann mich erinnern. Rufknopf, funktioniert's? Oh, es funktioniert. Yeah. Meine Dame, bitte steigen Sie ein. Wo führt uns diese Bahn hin? Erstmal durch das Meer. Unter dem Meer. Ja, unten im Meer, oder? Egal. Ja, es ist auf jeden Fall, meine ich, die letzte Bergspitze. Aber was hier sich hinter dieser Türe befindet, das sehen wir erst in der nächsten Folge wieder. Ist das nicht ein gemeiner Cliffhanger? Egal. Ihr werdet es sehen, dann in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Euer Perudor. Tschüss.